Die Dunkelheit ist seine Tarnkappe. Auf der Suche nach Essbarem. In Zirndorf geht der Waschbär um. Fündig wurde er bei Petra Lehe. Die Katzenklappe war für ihn wie eine ständige Einladung zum Abendessen. Und eines Abends saß ich da am Sofa und hab gehört, dass es im Gang klappert und scheppert. Und dann bin ich raus und hab gesehen, wie der Waschbär zur Haustür raus ist. Der hat also versucht, den Abfalleimer leer zu räumen. Er ist der Retter in der Not für Petra Lehe, Revierleiter Hans Staats. Der ist derzeit ein gefragter Mann. Allein in den vergangenen 4 Wochen hat er 11 Waschbären mit seiner Lebendfalle gefangen. Die Falle funktioniert über einen Trittbrettauslöser, der angeködert wird mit Backobst. Und wenn der Waschbär hier reinkommt und betätigt hier diese Trittbrettwippe, dann geht die Falle zu und der Waschbär ist drin. Nicht nur Waschbären sind ein Problem in Zirndorf. Auch Biber streifen vermehrt durch die Innenstadt. So wie dieses Biberweibchen, das sich in einem Biergarten verirrt hatte und wieder zurück zum Fluss getrieben werden musste. Unter Polizeischutz mit Blaulicht abgesperrten Straßen haben wir das Biberweibchen hier raufgebracht. Und es ging eigentlich ganz gut. Warum aber rücken Biber und Waschbären dem Menschen immer mehr auf den Pelz? Die Tiere sind sogenannte Kulturfolger. Alles Fressbare zieht sie magisch an. Offene Komposthaufen im Garten und Mülltonnen mit Essensresten laden sie regelrecht zum Schlemmen ein. Gertrud Börder hatte sogar einen Waschbären in der Garage. Die Tür war natürlich zu und er hat überall versucht, mit seinen scharfen Krallen diesen Gummi zu entfernen oder irgendwo durchzukommen, um sich zu befreien. Weil der Waschbär auch Krankheiten überträgt, sieht die Stadt Zirndorf Handlungsbedarf und appelliert. Also jetzt müssen wir die Bürger bitten, dass sie ein bisschen darauf achten, bei ihren ganzen Gewohnheiten mit Essen umzugehen, die Tiere nicht anzulocken. Denn wird nichts gegen die Bären unternommen, vermehren sie sich explosionsartig. Im Jahr bekommt ein Weibchen etwa 5 Junge. Und momentan leben schätzungsweise schon 20 Waschbärpärchen allein in Zirndorf.